Man sieht da unten tatsächlich einen anderen Chiron im Service. Nein, geil, du bist da. Bist weiter. Oh, ich seh's. Ich seh's da hinten. Krass, ich wusste gar nicht, dass es da hochgeht. Wo bin ich hier? Richtige OGs der Carsporting-Szene wissen das. Das ist die Schmoll AG hier, also der ganze Komplex da hinten in Zürich. Wir sind da, wir sind in Zürich. Wir haben auf dem Hinweg schon richtig schönen dunkelroten DBS 770 Ultimate gesehen. Leider nur auf Dashcam drauf. Und das war gerade in dem Moment, wo wir einen Podcast aufgenommen haben. Wir vier hier im Auto. Das war lustig, das hat Spaß gemacht. Das war aber der einzige krassere Spot, den wir dort gesehen haben. Wir verbringen jetzt hier ein ganzes Wochenende in Zürich. Heute Tag 1, Vlog 1. Und ja, fangen heute mal mit Schmoll AG, mit Werkspotting oder Showroom-Spotting an, wenn man so will. Weil hier kommen unter der Woche doch schon ziemlich krasse Autos vorbei. Valkyries, Valours, Speedtails. Hier kann alles mögliche vorbeikommen. Und das wollen wir uns nicht entgehen lassen und beginnen den Tag heute mal hier. Dann morgen Samstag, Sonntag in der City in Zürich. Schauen wir mal, was wird, was wird. Schmoll AG hat, glaube ich, ein neues Eingangstor hier bekommen, was so in Form eines Rolls-Royce-Tors ist. Da steht ein Kein-Foto-Symbol. Das gilt wahrscheinlich für den Showroom innen. Ich verstehe aber nicht, warum, weil so special sind jetzt hier diese Bentleys und Rolls-Royce auch nicht. Hier vorne noch ein schlammgrüner Spectre. Und dahinter haben wir unser erstes kleines Highlight. 1675 LT. Der McLaren Showroom ist übrigens umgezogen, hier sind gerade Bauarbeiten. Und da vorne steht ein Bentley Bentayga Extended Wheelbase, mit dem werden wir bald auch noch Spaß haben. Man sieht da unten tatsächlich einen Chiron im Service, ganz schlecht, aber da haben wir zumindest schon mal einen Hypercar hier gesehen. Vantage, schönes Orange, DB12 da hinten angemeldet. Range Extender. Hier vorne haben wir noch einen DBS Superleggera in Weiß. Oben in der oberen Etage ist jetzt noch die Sache, das ist, glaube ich, eine Einlagerung. Da stehen, glaube ich, einige Valkyries oben. Kann man leider von hier nicht wirklich... Oh, komm schon! Man konnte von der anderen Seite noch sehen, dass da ein Auto steht, ohne abgedeckt unter Plane. Aber keine Ahnung. Wissen wir von hier nicht, können wir nicht sagen. Wir sind tatsächlich gerade noch ins Gespräch gekommen mit einem Verkäufer von Aston Martin. Einmal gefragt, ob heute noch irgendwas Spannendes kommt, rauskommt oder so. Und der hat kurz überlegt und meinte dann, nee, heute dürfte nichts sein. Wir lassen uns davon jetzt aber nicht komplett verschrecken, weil vom Service her kann ja trotzdem immer noch was rein oder rauskommt. Aber auf jeden Fall keine spannenden Anlieferungen oder Auslieferungen heute. Also hier geht schon mal gar nichts. Eine Schmoll AG kannst du heute komplett vergessen. Wir fahren weiter rum. Rolls Royce. Wir sind am Berkeleyplatz und sehen den Rolls Royce. Und dahinter ist noch ein Black Badge Cullinan. Also ich glaube, das ist ein Black Badge ist mit der rechten Seite ist 84. Das ist, müsste ein Huracan sein, ja. Zürich, ja. Schöne Leute davor. Dieses Hotel war in letzter Zeit aber auch ziemlich gut. Wir sind angekommen in der Züricher Innenstadt. Hier steht nichts beim Bar Club La Lac. Au Lac. Parken kostet hier für 3 Stunden 9,50 Franken. Finde ich ein bisschen zu viel. Aber wir können danach über dem Hotel parken und dann ist das eh wieder egal. Da hinten steht noch der SLS. Lustiger Zufall, den 77 Ultimate, den roten, den ich angesprochen habe eben, der ist jetzt in München gesichtet worden. Es ist wirklich brutal langweilig. Wir sind jetzt, glaube ich, eine Stunde schon hier. Und ihr seht ja, was bislang an Spots gekommen ist. Nix los hier an so einem Freitagmittag. We'll be right back.
Wir haben jetzt einen Time Warp gemacht, also einen Sprung in der Zeit. Wir sind gerade beim Hotel gewesen, haben eingecheckt, haben auch ein bisschen was eingekauft. Und Nico und Pauli fahren Tram, die faulen Säcke, und wir laufen. Weil es sind ja auch nur 25 Minuten bis in die Stadt, das kann man gut glauben. Naja, auf jeden Fall wollten sie uns gerade irgendwas mitteilen, ich weiß nicht was. Wir checken jetzt diesen ganzen Abend noch die Stadt und hoffen, dass es da etwas besser geht als am Mittag. 992 Turbo, der nächste schwarze übrigens. Und da haben wir 39 Turbo. Nein, geil, ein Pistler, Spider. Ja, Pistler Spider, nice. Ich habe irgendwann angefangen, heute hier Turbos zu filmen, und es sind so viele. Den meinte doch Nico eben. Orange-roter GT3, nice. Siehst du da hinten? Das ist ein Nummernschild, der BS6U. Also wir haben jetzt das Highlight des Tages quasi. Allerdings, ich war jetzt wirklich nur ganz kurz da, weil angeblich der Owner ein bisschen unentspannt ist. Irgendwo hier soll auch eben noch, oder ist eben noch eine Dakar hingefahren, ein 911er Dakar. Jetzt steht hier ein 707. Dakar sehe ich noch nicht. Vielleicht finden wir noch. Schon der zweite Pista Spider heute. Auch wieder parkend. Ja, das war jetzt wieder besonders tolles Timing, genau in dem Moment, wo dieser DB12 hier ankommt, Akku leer. Und dann habe ich schnell hier mit der hier gefilmt. Nice. Schöner roter Turbo. Schön, schöne Farbe. Das könnte auch 45 sein, der hat nichts auf der Einstiegsleiste stehen. Wir sind auf dem Rückweg. Es geht wieder ins Hotel. Wir können für heute sagen, wir sind eigentlich relativ enttäuscht von dem Tag. Es ist nicht so, dass gar nichts ging. Wir hatten zwei Pistas dabei. Wir hatten jetzt zum Schluss noch einen Aventador S dabei. Hat man noch irgendwas Schönes heute? 250 Lusso. Ja gut, stimmt. Den fast schon wieder vergessen. Das Highlight des Tages. 250 Lusso. Einmal kurz vorbeigesneakt. Also Tag war nicht ohne, aber ich setze deutlich höhere Erwartungen in den morgigen Tag. Von daher lohnt es sich hoffentlich einzuschalten. Das Wetter wird auf jeden Fall noch mal einen Ticken besser morgen. Und wir werden morgen ausgeschlafen und sehr motiviert sein. Stimmt's, Jungs und Mädels? Ja, ja. Euphorie pur. Also, bis morgen. Geil, ich habe ihn noch wieder gefunden.